wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereo Trader Helpdesk. Ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarreihe auch im Jahr 2023 fortführen können. Und freue mich auch, dass Sie wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren und sicherlich auch Fragen mitgebracht haben. Aber ich erkläre gleich, wie der Verlauf dieses Webinars sein wird. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Threat und freue mich natürlich auch, dass wir heute anders wie angekündigt nicht Dirk heute hart dabei haben, sondern Timo Kosiol. Und genauso gut, wenn nicht sogar besser, streiche ich nachher weg, wenn der Dirk die Aufzeichnung kriegt. Er muss auf Und jeden Fall rausschneiden. Bevor ich den Bildschirm an Timo übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es weniger heute um das Trading an sich geht. Gut, also wer neu dabei ist, der hat rechts die Möglichkeit, im Chat entsprechend was zu schreiben. Am besten eine Frage, denn das Webinar ist ja, jetzt habe ich das Du und Sie gemischt, merke ich gerade. Komme gerade aus dem internen Meeting, da sind wir natürlich alle beim Du. Also, Sie haben rechts die Möglichkeit, entsprechend Ihre Fragen zu stellen. Und das Webinar ist ja letztendlich auch für Sie gedacht. Und hier haben Sie die Möglichkeit, dem Timo direkt Informationen entsprechend zu entlocken. Gut, dann, lieber Timo, genug geredet. Lass uns mal anfangen. Ich sehe auch, die erste Frage ist auch schon im Chat. Ich gebe dir den Bildschirm. Ich denke, dass du die Fragen auch siehst. Und dann können wir starten. So, genau. Immer wieder die Frage, welcher Monitor ist es wohl? Der 20. Der 20. Ich habe nur 12. Okay, sehr gut. So, wenn alles geklappt hat, dann sieht man jetzt das Introbild. Schöne Ja. Skyline von New York. Boah, es Und wird ganz da hinten, internationaler hier. die ganz da hinten sieht man die Wall Street. So. Ich dachte schon, Aber deine auch von Wohnung. mir, herzlich willkommen zum Webinar hier. Ich mache es ganz unförmlich und bleibe einfach beim Du. Ich finde es einfach besser. Mich können auch alle Leute duzen. Ich finde das Sie immer ein bisschen komisch. So, von daher, ich sage einfach Du. Wenn ihr das nicht möchtet, schreibt in den Chat, dann werde ich euch explizit mit Sie ansprechen, wenn ihr das möchtet. So, nochmal frohes neues Jahr auch von mir. Obwohl, welchen haben wir heute? 16.01. Na gut, kann man auch sagen, man kann auch frohes neues Jahr wünschen. Also frohes neues Jahr an die Leute, die mich noch nicht gesehen haben dieses Jahr. Wir machen heute einen Helpdesk, wie Nelson schon gesagt hat. Eure Fragen könnt ihr gerne in den Chat schreiben und ich gehe darauf ein und werde sie beantworten, so gut es möglich ist. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir rüber in den Chat und ja, legen auch mit der ersten Frage los. Hallo Dirk. Okay, also die Frage kann ich quasi ignorieren, weil er schreibt Hallo Dirk. Falsche Anrede. Ja, genau. Fühle ich mich erstmal nicht angesprochen. Nee, Quatsch, ne? Also, er schreibt: Hallo Dirk, liegen dir bereits Erfahrungen mit dem MetaTrader Amana vor? Läuft der Stereo Trader stabil? Und zweitens, stellt sich die Kurspreisstellung so dar wie bei dem bisherigen MetaTrader 4 oder 5? Also von der Stereo-Trader-Seite aus kann ich sagen, dass das alles ganz normal wie vorher auch läuft. Dass es da gar keine Probleme gibt mit dem Stereo Trader oder mit den Add-ons. Das ist einfach nur im Hintergrund. Okay. Okay, gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hallo Timo, ich habe das Live-Tool von Dirk und er gibt mir stets den Fehler, dass mein Lizenzcode nicht gültig ist. Ja, Lizenzcode-Fragen sind immer ein bisschen schwierig hier im Helpdesk zu beantworten, weil da müssen wir die Lizenznummer wissen und dann können wir prüfen, ob da vielleicht irgendein Fehler vorliegt. Die Frage wäre noch, nee, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ob das TC Live Add-on, ob das jetzt schon in der Beta-Version verfügbar ist oder nicht. Aber wenn du die Release-Version hast,
Dann schick doch mal bitte deinen Lizenzcode an support@sdltrader.net, weil wie gesagt, ohne Lizenzcode können wir da schwer irgendwie Sachen nachvollziehen oder nachprüfen. Aber generell ist mir jetzt kein Fehler bekannt, also kein genereller Fehler, dass es da irgendwie Probleme mit den Lizenzcodes vom TC Live gibt. So, hallo Timo, ich habe mal eine Frage, habe schon seit 2 bis 3 Monaten Probleme mit der Toolbox, geht überhaupt nicht, kommt immer die Meldung Zeitraum abgelaufen, ich habe aber keinen Testzugang, ich habe eine Lizenz und das schon seit 2 Jahren. Wie lange muss ich noch warten oder muss ich kündigen? Das Geld wurde jeden Monat abgebucht. Okay, also geht es auch wieder um Lizenz. Also, was ich vielleicht generell sagen kann, was vielleicht das in Anführungsstrichen Problem ist, ist Folgendes, dass sich da was geändert hat, weil, also zur Erinnerung oder vielleicht die Leute, die das nicht kennen, es gibt ein paar Tools von mir, unter anderem die Toolbox. Das ist ein Add-on für den Stereo-Trader. Und da hat sich in den letzten, aber das ist schon, das muss ungefähr so 2 bis 3 Monate her sein, da hat sich was beim, nur bei meinen Tools, bei der Lizenzeingabe etwas geändert. Vorher war das so, man hat entsprechend in den Stereo-Trader-Einstellungen unter Basis hat man hier seinen Lizenzschlüssel eingegeben. So, wie man sieht, das ist jetzt hier gar nicht in der neuen Beta gar nicht mehr möglich. Da ist das nochmal geändert worden. Aber was meine Programme und meine Tools angeht, gibt man die Lizenzcodes jetzt immer in den Indikatoreinstellungen ein. Das heißt, wenn ihr jetzt das Add-on auf den Chart zieht, dann gibt es hier so mehrere Reiter, ne? Allgemein, Eingaben, Farben, bla bla bla. Und da gibt es den Reiter Eingaben. Und da gibt es in jedem Indikator, in jedem Add-on gibt es diesen Eintrag Lizenz-Key oder Lizenzcode. Und man trägt den Lizenzcode hier entsprechend in das Feld ein. Dann klickt man auf OK und dann entsprechend wird das auch geladen mit Lizenzcode. Wie gesagt, das betrifft alle meine Add-ons. Und ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Order Assist nehme, ist das genau dasselbe Spiel unter Eingaben. Gibt es dieses Feld Lizenzcode, ne, und dann trägt man hier den Lizenzcode ein. So, den Lizenzcode, den muss man auch nur einmalig pro Add-on eingeben. Wenn der eingegeben ist, dann wird der gespeichert, merkt sich das Programm, den Lizenzcode. Und beim nächsten Start ist dann dieses Feld hier leer. Also nicht wundern, da steht nichts drin, aber der Lizenzcode ist trotzdem gespeichert worden und wird dann beim nächsten draufziehen auf den Chart geladen, so wie ich das jetzt hier habe. Ich habe den bei mir hier schon eingegeben gehabt. Und wenn ich jetzt hier einfach das Feld leer lasse und auf OK klicke, dann wird das Add-on entsprechend trotzdem geladen, obwohl ich jetzt keinen Lizenzcode eingegeben habe. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon vorher gemacht. Wie verhält es sich mit den anderen Add-ons? Wird es ähnlich sein oder Bei den anders? anderen Add-ons ist das wie folgt. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel das VPOC nehme, muss ich jetzt mal überlegen, ob ich da schon Lizenzcode eingegeben habe. Glaube nicht. Genau, man zieht das entsprechend auf den Chart und dann kommt eine Abfrage: Bitte gib doch deinen Lizenzcode ein. Ne? Also es ist auch nicht mehr so, wie es früher war, unter den Serietrailer-Einstellungen, sondern es kommt ein separates Fenster, dann, wenn man das auf den Chart zieht, wo man den Lizenzcode eingeben kann. Oder andere Möglichkeit ist auch unter Auto Trading. Wie gesagt, das betrifft jetzt nur die neue Version, die neue Version 2.8. Ab dort ist das geändert. Gibt es diesen Eintrag dann hier unter Auto Trading? Da sieht man halt auch, okay, das VPOC ist geladen. Und dann gibt es hier so ein Sternchen. Ne? Das ist ein Knopf, so ein Button, so ein Sternchen, da kann man draufklicken. Und wenn man da draufklickt, dann kommt dieser Lizenzdialog hier nochmal und dann kann man halt entweder seine Lizenz ändern oder neu eintragen, ja, oder entsprechend löschen. Aber löschen macht natürlich in dem Moment dann keinen Sinn. So funktioniert das bei den anderen Add-ons. Gut.
So, Frage, genau. Wie kann man die Beta-Version bekommen? Und zwar, das könnt ihr wie folgt machen. Wenn ihr hier links neben die Uhr klickt auf Installationsmanager. So, dann geht der SteroTrader Installationsmanager auf. Bei mir wird jetzt direkt hier Beta-Version angezeigt, weil ich gerade mit einer Beta-Version unterwegs bin. Ich glaube, das ist momentan die 2821. Die ist auch öffentlich verfügbar. Und ihr könnt Folgendes machen, beziehungsweise ich überlege gerade, ob ich das irgendwie simulieren kann. Ja, ich muss ja kurz mal was umstellen, dann kann ich euch das zeigen bzw. Simulieren. Kurzen Moment mal bitte. Ich nutze die kleine Pause, um auf jeden Fall hinzuzufügen, dass Beta-Versionen, wenn Sie diese nutzen, hier an der Stelle der Disclaimer, dass Sie das auf eigene Gefahr machen. Genau. Meine Empfehlung ist auch immer, dass man am besten A, ein Demokonto nutzt, um die Beta-Version auszutesten. Und am allerbesten ist noch, wenn man zusätzlich eine zweite MetaTrader-Instanz installiert, wo man dann wirklich separat vom Live-Konto, separat von seinem Ur also von seinem Konto, wo man oder von seiner Instanz, von seiner MetaTrader-Installation, wo man hauptsächlich darauf handelt, komplett separat ist, dass man wirklich eine zweite Installation vom MetaTrader macht, wo dann entsprechend die Beta-Version drauf läuft, wo ein Demokonto drauf läuft und dann kann man da wirklich ja, nach Herzenslust testen, weil wie ne, Nelson auch schon gesagt hat, so eine Beta-Version kann immer noch sein, dass da nicht alles so wirklich rund läuft. Dafür sind der Beta-Version da, dass halt bestimmte Sachen einfach erkannt werden, die jetzt bei uns in unseren Testszenarien nicht so auftreten. Von daher ist der Disclaimer auf jeden Fall schon angebracht. So. Aber zurück zur Installation. So, ich habe den Installationsmanager jetzt nochmal gestartet. Und also, wenn ihr den Installationsmanager startet, dann seht ihr Folgendes, den Willkommensbildschirm. Da klickt ihr auf Weiter, Lizenzvereinbarung akzeptieren. So, und wenn ihr jetzt das quasi seht, das ist ja die normale Installationsoberfläche, beziehungsweise das ist die Auswahl, wo man dann die Release-Version des SteroTraders installiert und die ganzen Add-ons installiert. So, die Frage ist nun, wie komme ich aber an die Beta? Und zwar, ich mache das nochmal zu und starte den Installationsmanager nochmal. Wie gesagt, ihr macht das hier oben, ne, links neben die Uhr klicken, dann auf Installationsmanager. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr diesen Willkommensbildschirm seht, dann drückt ihr die Steuerungstaste. Das ist die in der Regel die Taste ganz links unten. Bei mir steht STRG drauf. So, die drückt ihr, haltet gedrückt und dann klickt ihr hier auf diese zwei Pfeile nach rechts. So, und dann kommt nochmal Lizenzvereinbarung akzeptieren. Okay. Und immer noch gedrückt halten und wenn ihr dann nochmal auf Weiter klickt, dann seht ihr hier die Beta-Auswahl. Das heißt, hier könnt ihr auswählen, dass ihr die Beta-Version installieren müsst. Also der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass ihr beim Willkommensbildschirm die STRG, also die Steuerungstaste, ganz links unten auf der Tastatur drückt. So, dann wählt ihr hier aus, ob MT4 oder MT5. So, und dann entsprechend, hier steht nochmal SteroTrader MT5 Beta, Bild 2821. Und wenn ihr jetzt hier auf Weiter klickt, dann wird das Ganze wie auch bei der Release-Version installiert. So. So. Eine Frage zum MT. Gibt es eine Möglichkeit, wie beim iPad im Übrigen, ganz einfach einen Dark Mode einzustellen? Nicht nur die Charts, sondern das ganze Programm. Vom MetaTrader gibt es keine Antwort oder Rückmeldung. Hat jemand eine Idee? Hätte da auch Auswirkungen auf den ST? Also von Hause aus gibt es beim MetaTrader keine
keine Möglichkeit, wirklich die komplette Oberfläche, das heißt auch ne, die Fenster, was man hier oben sieht oder hier oder entsprechend hier, ne, das auf den Dark Mode umzuschalten, sondern es geht nur über, also den Chart kann man umschalten hier, das Ding ne, mit entsprechend den Serietrader Themes, also hinter Layout, ich glaube, High Volume ist, glaube ich, so ein dunkler Hintergrund. Genau. Aber das geht von Hause aus nicht hier. Da bietet der MetaTrader keine Möglichkeit. Es gibt aber einen kleinen Trick, den man vielleicht anwenden kann. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich habe das mal ausprobiert, mir hat es nicht gefallen. Und zwar, es gibt Tools im Netz, kostenlos auch, die Farbe der Oberfläche, also der Windows-Oberfläche umschalten und zwar quasi Farbumkehr betreiben. Das heißt, alles, was weiß ist, wird halt schwarz bzw. dunkel und alles, was dunkel ist, wird hell. Also so eine inverse Farbkorrektur nenne ich das jetzt mal. Da gibt es Tools, wie gesagt, kann man machen. Dadurch wird alles, was weiß ist, dunkel und alles, was dunkel ist, wird hell. Damit kriegt man halt theoretisch oder nicht nur theoretisch, sondern praktisch diese ganzen Sachen hier dunkel beziehungsweise die Schrift dann hell. Problem ist, das bezieht sich halt auf alle Fenster, auf alles, ne, was man im Windows offen hat. Muss man mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen gucken, ne, ob einem das gefällt und liegt. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleiner Workaround, wo man das irgendwie mitmachen kann. Wie gesagt, ich habe es auch mal probiert, aber ich bin da nicht so richtig mit klargekommen, beziehungsweise mich hat es gestört, dass dann wirklich alle Fenster so in diesem Dark Mode dargestellt werden. Aber wie gesagt, muss jeder mal testen und prüfen, ob das so für einen selber funktioniert. So. Kann ich. Nee, warte mal. Nee, da bin ich. 1814. Hallo Timo, wie entferne ich im MetaTrader 5 die Anzeige des Underlyings? Habe es unter Layout das Häkchen bei Chart-Info-Anzeige versucht, aber verschiedene Underlying-Anzeigen überlappen sich weiterhin. Also das Underlying-Symbol meinst du wahrscheinlich das hier, ne? Wo jetzt hier DJI US30 H1 steht. Kurze Frage. Arbeitest du mit Profilen? Also Profile, man kann ja hier im MetaTrader hier verschiedene Profile abspeichern und laden. Arbeitest du zufällig damit? Das wäre nochmal interessant zu wissen. Ja, okay. Haben wir fast gedacht. Also er schreibt, ja, arbeitet er und da sind wir wieder bei dem in Anführungsstrichen Problem. Diese Profile vom MetaTrader, die sind halt, ich sag mal, vorsichtig formuliert, Murks. Also ich kann, ne, dann, weil das Problem ist, da werden halt quasi alle Objekte, die man hier im Chart sieht, die werden gespeichert und wieder geladen beim nächsten Mal. Und dann werden sie wieder gespeichert und wieder geladen. Und das bedeutet, dass da einfach so viel Kladderadatsch dann da drin steht, was irgendwie nicht vernünftig geladen, vernünftig entfernt wird. Und dann kommt es genau zu solchen Anzeigefehler nenne ich das jetzt mal, dass einfach Sachen wie diese Anzeige hier einfach 4, 5, 6 Mal im Chart, also in dieser Chart-Datei gespeichert werden und nicht vernünftig gelöscht werden, wenn man jetzt einfach den MetaTrader zumacht, beziehungsweise wenn man jetzt den Chart zumacht oder den Chart wechselt. Ne? Also von daher die Empfehlung von meiner Seite aus ist eigentlich immer, wenn ihr nicht wirklich auf diese Chartprofile angewiesen seid, ne, dann lasst sie am besten weg. Weil dann der SEO-Trader, der merkt sich eigentlich eh alles, was man hier so im Chart, macht. Es wird eben am nächsten Mal wieder genauso geladen, alle Einstellungen und so weiter. Und
Wenn es jetzt um eigene Linien geht, die jetzt hier in den Chart gezeichnet werden, ne, auch die kann man abspeichern. Dafür gibt es auch, habe ich auch extra mal ein Add-on geschrieben, ne, wo man die Sachen speichern kann und beim nächsten Start werden die wieder geladen, beziehungsweise man kann verschiedene Chartanalysen laden. Ne, also wie gesagt, meine Empfehlung ist, wenn ihr auf diese Profile verzichten könnt, macht es, weil die bringen am Ende des Tages nur mehr Ärger als Nutzen. Ansonsten, ja, ansonsten vielleicht noch kurz zur Ergänzung, ne, diese Anzeige hier, die kann man ganz einfach deaktivieren in den SeroTrader-Einstellungen, Layout und dann gibt es hier diese Option, dieses Häkchen Chart-Info-Anzeige, wenn man das ausmacht. Dann entsprechend ist das Ding auch weg. So. Kann ich in den Charts C1 und C2 etwas einfügen? Gute Frage. Ich glaube fast, das geht nicht. Also das ist, glaube ich, nicht möglich, wenn ich jetzt hier einfach mal sage, was haben wir denn hier? Ich meine, ich hätte mich damit auch schon mal auseinandergesetzt, wenn ich jetzt hier einfach Zigzag nehme und hier drauf ziehe, dann zieht er das nämlich auf den ganz normalen Chart, weil das wird jetzt hier nicht wirklich als Chartfenster erkannt. Deshalb gibt es da nicht die Möglichkeit, da wirklich entsprechend Indikatoren oder Ähnliches einzufügen. Glaube ich zumindest. Können wir gucken, aber ich hatte mich damit auch schon mal auseinandergesetzt. Aber ich glaube, das geht nicht. Zumindest ist mir jetzt kein Weg bekannt. Wie gesagt, ich hatte damit mich auch schon mal auseinandergesetzt. Ich habe es nicht geschafft. Vielleicht weiß einer von euch irgendwie, ob das geht, beziehungsweise wie das geht, aber ich habe es auch nicht geschafft. Hotkeys, eine Frage. Gibt es ein Tool, um die meisten Funktionen, Orders, Templates wechseln, Funktionen wechseln, etc. individuell zu programmieren? Custom Hotkey. Also prinzipiell, wenn man sich mit MQL-Programmierung auskennt, gibt es schon die Möglichkeit, sage ich mal, so ein Hotkey-Programm zu erstellen, wo man dann sagt, hier mit Taste X lösche ich alle Orders oder also zumindest die, die jetzt im MetaTrader Terminal hinterlegt sind. Ich weiß, also jetzt diese virtuellen Orders, die ich jetzt hier, also die MIT Orders genauer gesagt, die ich jetzt hier im SeroTrader anlege, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt hier MIT ausschalte und jetzt Orders lege, das sind ja Orders, die auch hier unten im Terminal auftauchen. Wie man hier sieht. Also da gibt es schon prinzipiell die Möglichkeit, sage ich mal, mit Tasten drücken, Tastenkombinationen, die kann man abfangen, ne, entsprechend und dann kann man da verschiedene Aktionen ausführen. Also programmiertechnisch ist das möglich. Ich kenne jetzt selbst irgendwie kein Programm, was genau das macht, wo man sagen kann, hier, ich möchte gerne, dass auf Tastendruck XY Folgendes passiert. Ist mir jetzt so nicht bekannt, aber ich weiß noch nicht. Vielleicht bist du ja firm in der Programmierung, dann kannst du dir sowas auf jeden Fall relativ einfach und schnell selbst erstellen. So. So, nächste Frage. Wenn ich mit einer Limit Pullback handle, kann ich in einem Modus trotzdem mein Stop Limit und Entry für den Broker sichtbar machen?
Darf ich mal nochmal lesen, ob ich das richtig verstehe? Wenn ich mit einer Limit Pull Back handle, kann ich in einem Modus trotzdem mein Stop Limit und Entry für den Broker sichtbar machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage so richtig verstehe. Ich glaube, gemeint ist, wenn eine Limit Pullback Order gelegt wird, funktioniert das ja nur mit der MIT-Funktion. Ob es dann trotzdem die Möglichkeit gibt, dass zwar die Order nicht an den Broker übertragen wird, aber der Stop-Loss und der Profit in Verbindung mit der Limit Pullback Order und MIT. Ach so, okay, alles klar. Also prinzipiell sind Stop-Loss und Take-Profit per Default sowieso immer so quasi eingestellt, dass die immer am Broker, immer über, also an den Broker übertragen werden. Und zwar, ich kann immer Folgendes machen. Gehen wir mal hier in den M1. So, das brauchen wir nicht. Machen wir das mal wieder weg. So, wenn ich jetzt hier quasi MIT einschalte, das ist ja die Funktion Market If Touched. Das bedeutet, dass die Order, die ich jetzt hier lege, nicht beim Broker hinterlegt wird, sondern sozusagen nur virtuell hier im StereoTrader existiert. Das hat den Vorteil, dass ich halt diese MIT-Funktion nutzen kann, also die MIT-Funktion bzw. die Limit-Pullback-Funktion besser gesagt. Und dann bewirkt er Folgendes, dass die Order nicht sofort ausgeführt wird, sondern dem Markt ein Stück weit hinterher getrailt wird. Also wenn ich das jetzt hier mal auf ich muss natürlich auch eine Limit Order legen und nicht eine Stop Order. Ich habe mich gerade gewundert, warum kann ich denn hier kein Limit Pullback eintragen? Hast dich selber getestet. Genau. Ich so, hä? Was ist denn da los? Kann ja gar nicht sein. Aber natürlich, Limit Pullback funktioniert nicht bei Stop Orders. Das ist natürlich auch klar. So, aber wie gesagt, Limit Pullback, da kann ich halt hier einen Wert eintragen. 2 zum Beispiel bedeutet, wenn der Markt jetzt hier runtergeht, dann wird die Order nicht sofort ausgeführt, sondern dem Markt 2 Punkte hinterher getrailt. Und entsprechend, wenn der Markt dann wieder nach oben läuft, dann werde ich erst ausgeführt. So, legen wir hier oben meine Stop-Limit hin. Und dann gucken wir mal, was hier unten passiert. So, da sieht man, was sieht man? Man sieht eigentlich nicht das, was ich wollte. Doch, hier sieht man das. Ich war falsch. Und zwar sieht man hier entsprechend, hier liegt ein Stop-Loss und hier liegt ein Take-Profit. Und man sieht, dadurch, dass die Werte hier unten im Terminal erscheinen, heißt das auch, dass die entsprechend der Stop-Loss und der Take-Profit an den Broker übertragen worden sind. Sonst würde einfach hier in den beiden Feldern nichts drinstehen. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, ich habe wieder viel geredet und nichts gesagt, gefühlt. Also wenn man eine Limit-Pullback-Funktion oder wenn man die Limit-Pullback-Funktion nutzt, werden Take-Profit und Stop-Loss an den Broker übertragen, es sei denn, man schaltet das aus in den Einstellungen, aber wie gesagt, per Default ist das eingeschaltet. Zuerst mal gucken. Genau, hier gibt es nämlich in den Einstellungen die MIT-Funktionsweise SLTP. Wenn man das aktiviert, dann heißt das, dass wirklich auch der Take-Profit und die Stop-Loss-Funktion nur im SEO-Trader existieren. Würde ich jetzt so nicht empfehlen, ne? Es sei denn, man weiß genau, was man tut, beziehungsweise man hat da eine ganz spezielle Strategie, die damit arbeitet, aber es kann ja immer mal sein, dass entsprechend der MetaTrader mal abstürzt, dass der Rechner mal abstürzt und dann ist man unter Umständen, ne, läuft man dann ja Gefahr, dass einfach man ungebremst in den Stop-Loss, beziehungsweise man hat da gar keinen Stop-Loss, einfach ungebremst in den Verlust läuft, weil halt kein Stop-Loss oder Take-Profit beim Broker hinterlegt ist. Der Teilnehmer hat seine Frage noch ein bisschen
weiter konkretisiert. Tatsächlich ging es dann ihm darum, dass man die Limit-Pullback-Funktion nutzt, aber gleichzeitig diese Order auch tatsächlich an den Broker übertragen wird. Also im Grunde genommen MIT ausgeschaltet, aber ich glaube, dann funktioniert Limit-Pullback nicht richtig. Genau, so ein bisschen hatte ich mir das fast gedacht, als ich die Frage eben gelesen hatte. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, wie ich sie jetzt verstehen soll. Ne, genau, also man muss sich entscheiden. Entweder man hinterlegt die Order beim Broker, da muss man MIT ausschalten. Ja, dann sieht man aber auch, dann taucht die Order hier unten entsprechend auf und gleichzeitig ist jetzt hier Limit Pullback deaktiviert. Ne, dann geht das nicht. Oder man möchte MIT nutzen, also Limit Pullback nutzen, dann muss man MIT einschalten. Nur dann taucht die Order hier unten auch nicht auf und die Order ist nicht beim Broker hinterlegt. Also man muss entweder oder machen. Ne? Beides geht leider nicht. So. Wo findet man die Erklärung der Linien in den verschiedenen Farben etc. des VPOC-Indikators? Also so viele Linien gibt es ja da eigentlich nicht, beziehungsweise, naja, doch, es gibt schon einige. Es gibt ja, VAH, POC, VAL, aber da gibt es, bin ich mir sehr sicher, dass es da sehr gute Webinare vom Orkan gibt. Da, ich glaube, er hat sogar das hier bei FX Flat schon mehrere Male sogar erklärt und vorgestellt. Oder, Nelson? Da gibt es doch mit Ja, Sicherheit Webinare. da haben wir tatsächlich Webinare gemacht, aber in der Regel gibt es oder gab es auch keine Aufzeichnung. Wenn ich mich aber recht erinnere, müsste eine Aufzeichnung tatsächlich online sein bezüglich VPOC Add-on. Einfach mal bei uns auf dem YouTube-Kanal mal reinschauen. Ich bin mir fast sicher, dass wir da eine Aufzeichnung drin haben, wo Orkan entsprechend alles erklärt. Genau. Ja, also Orkan ist ja der, also er kann viel besser erklären. Ne? Es ist ja sein Programm, seine Logik, die dahinter steht, warum er diese Linien da in dem Programm drin hat, wie er die handelt oder so. Ne, da ist Orkan auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, weil ich habe es zwar programmiert, aber die ganze Logik und wie man diese Sachen wirklich in Kombination nutzt. Das weiß am Ende nur der Orkan, beziehungsweise Orkan weiß es definitiv am besten. Sagen wir es mal so. Ich habe die Aufzeichnung gefunden, stelle ich mal in den Chat hier rein. Ist jetzt zwar von 2019, aber grundlegend sollte die Funktion sich nicht verändert haben. So. Wie funktionieren die Einstellungen der MIT Pullback Order? Das habe ich eigentlich eben schon erklärt, oder? Mit, wenn man halt entsprechend einen Wert hier bei Limit Pullback einstellt und dann eine Limit Order hier drunter legt, dann wird die Order nicht sofort gegriffen, sondern läuft dem Markt sozusagen zwei Punkte, weil ich hier zwei eingestellt habe, hinterher und dann, wenn der Markt es wieder steigt, dann wird die Order wirklich ausgeführt. Das ist so Limit Pullback in a nutshell. Wenn ich noch mehr erklären soll, dann Werner gerne mal noch schreiben, wie jetzt konkret oder was du noch konkret für eine Frage hast. Generell, MIT bedeutet Market if touched, heißt immer, dass die Orders ne, im Stereo Trader liegen und nicht beim Broker liegen. Das heißt immer Market if touched. So, heute ist ja irgendwie gefühlt MIT Order Tag. Noch eine Frage zur MIT Order. Wichtige Funktion im Stereo Trader, hör mal.
Ja, auf jeden Fall. Eines der USPs überhaupt, würde ich sagen. So, jetzt ist Dirk auch wieder glücklich, dass ich das gesagt habe. So, das war mal ein langer Text. Zur MIT-Order eine Frage von mir. Ich habe am 11.01. eine Limit-Pullback-Stop-Sell-Order für den Future Dow Jones. Im Markt. Die Marke wurde auch erreicht, überschritten. Nun sehe ich nur den M1 und da ist der Kurs erreicht und überschritten worden. Beim Handel ist mir aufgefallen, dass auch der Kurs übersprungen sein könnte. Der nächste Kurs also über dem Stop-Sell-Limit gewesen sein kann. Danach ist der Ausbruch abverkauft worden und ich war leider nicht dabei, weil diese Order nicht ausgeführt wurde. Im Gegenteil, sie wurde zwar im Chart als platziert angezeigt, im Stereo-Trader unter Order bearbeiten nicht mehr. Boah, das ist jetzt sehr speziell und auch sehr ausführlich. Weiß ich gar nicht, ob die jetzt, also zum einen habe ich ja eh keine Futures, zum anderen ist jetzt die Frage, ob das nicht ein bisschen zu speziell ist, um das jetzt hier mal eben in 2 Minuten im Webinar zu klären. Bei mir ist auch nicht ganz klar, was jetzt mit auch der Kurs wurde übersprungen. Also prinzipiell kann natürlich beim Future, ne, ist das ja häufig noch der Fall, dass einfach vielleicht auf dem Preislevel, wo die Order lag, gar kein Preis zustande gekommen ist und dass der Kurs entsprechend viel weiter oben gestellt worden ist oder weiter unten. Ja, ich glaube, dass kriege ich jetzt hier im Webinar, zumal ich hier auch keine Futures habe, nicht gelöst. Mike, also vielleicht nochmal eine Mail an den Support am besten schreiben. Dann können wir das nochmal irgendwie auseinanderdröseln, genau. Genau. So, was haben wir noch? Orange Linien, keine waagerechten Linien. Ich denke mal, das bezog sich auf VPOC wahrscheinlich. Vom Werner Nelson. Weißt du, er schreibt orange Linien, keine waagerechten Linien. Ja, aber ich glaube, das ist ja mit der Aufzeichnung dann, glaube ich, Ach beantwortet. so, okay. Da wird ja alles erklärt und das hat der Teilnehmer ja auch reingeschrieben. Ah ja, okay. Wer hat aber noch eine Ergänzung zu seiner Frage bezüglich der Einstellung der MIT Pullback Order? Also hier konkrete Einstellungen. Also wenn der Markt 10 Punkte unter, dann wird die Order 8 Punkte unter der ersten Einstellung ausgeführt. Also, gucken wir mal, das kriegen wir jetzt hier noch simuliert. Also ich stelle das jetzt hier mal einfach auf 10 Punkte, damit man da ein bisschen auch was sehen kann. Dann legen wir hier eine Sell Limit und hier eine, falsch. Eine Beile mit hin und warten jetzt einfach mal, dass der Kurs sich in irgendeine Richtung bewegt und dann kann man entsprechend die MIT-Funktion sehen und dann auch sehen, wie das Ganze sich verhält und wie dann letztendlich die Funktion ja funktioniert und wann dann auch eine Order ausgeführt wird. Übrigens eine kleine Ergänzung noch bezüglich Hotkeys. Man kann ja links im Navigatorfenster, sowohl bei Indikatoren, aber auch wenn man Skripte sich bastelt, wodurch auch Orders ausgeführt werden können, kann man mit der rechten Maus da entsprechend auf Hotkey bestimmen gehen und dann entsprechend was für sich basteln.
Mit der, echt, geht das? Da wusste ich auch noch nicht. Also wenn jetzt hier unter Skripte, haben wir hier ein Genau, Skript drin. es gibt ja auch im Netz etliche Skripte zu Order-Ausführungen, sowohl Market oder Limit mit Einstellung. Skripte werden ja einmalig nur ausgeführt, aber da kann man entsprechende Hotkeys bestimmen. Ah, okay. Und je nach Ja. Einstellungen kann man die Skripte auch ohne nochmaliges Bestätigen dann ausgeführt werden. Ah, okay. Habe ich noch nie genutzt, aber ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Interesting. So, hier geht's los, glaube ich. Und zwar, jetzt haben wir gequatscht, haben wir es nicht gesehen. Auf jeden Fall, ich hatte ja hier unten eine Buy Limit Order hingelegt. Ne? Und entsprechend der Markt ist hier runtergekommen. In dem Moment hat sich die Limit Order zu einer Stop Order hier gewandelt. Und wie man sehen kann, durch die MIT oder durch die Limit Pullback Funktion wird jetzt diese Order dem Markt hinterhergetrailt. Also hier ist der Preis und man sieht schön, wie diese Order entsprechend runtergezogen wird. Und zwar in einem Abstand von 10 Punkten. Heißt, sollte der Markt jetzt hier durchfallen, ne, ohne 10 Punkte zurückzulaufen, dann wird meine Order bis hier unten entsprechend mitgezogen, mit runtergezogen. So, dieser Abstand hier zwischen der Order und dem Preis ist immer 10 Punkte. Und erst wenn der Markt jetzt 10 Punkte wieder hochläuft, ne, also hier diese 10-Punkte-Distanz quasi überwindet, dann wird meine Order hier ausgeführt und entsprechend, ne, aufgemacht. Das ist die Limit-Pullback-Funktion. Ja, genau. Also ich glaube, viel mehr kann man da auch gar nicht zu erzählen. Also das ist halt, sieht man es ja schön, wie die Order immer mit runtergezogen wird, sobald der Preis tiefer fällt. Ah ja, verstanden. Super. So. So, offiziell haben wir noch 18 Minuten, also nutzen Sie gerne die Zeit, entsprechend Fragen zu stellen. Aber wir wollen jetzt auch die Zeit nicht künstlich irgendwie nutzen und deswegen werden jetzt keine Fragen mehr reinkommen. Natürlich warten wir jetzt noch ein, zwei Minütchen. Wenn keine Fragen mehr reinkommen, dann würden wir das Webinar an der Stelle beenden. Aber wie gesagt, bitte nutzen Sie die Möglichkeit, hier alles zum Stil Trader zu fragen. Du kannst von deinen Neujahrsvorsätzen erzählen, Nelson. Die sind alle schon über Bord geworfen. Das Ja, glaube mein ich. Neujahrsvorsatz war natürlich, dieses Jahr besonders gute Webinare zu machen. Sehr gut. Hast du schon Ne? sehr gut damit Nö. angefangen. Ja, Dirk hat mich ja heute überrascht mit der Information, dass ich die Ehre mit dir habe. Ja, mich auch ein bisschen. Ja, man muss aber dazu sagen, ne, wir haben darüber gesprochen, nur ich konnte mich nicht erinnern. Also, das geht dann eher auf Aha, meine Kappe. also ja, sehr gut, das muss Ja. gesagt sein. Ja. Nee, nee, Gut, ich glaube, ja. wir hatten das vereinbart, aber ich habe das irgendwie vergessen oder verdrängt. Kein Problem, hat ja alles geklappt. So, Werner hat ja noch eine Frage. Bei mir kann ich keine Buy Limit Pullback Order einstellen. Die Order springt sofort auf eine Buy Stop Order um. So, jetzt kann man sehen, wie die Order hier runtergezogen worden ist und gleich, wenn der Markt jetzt hier hochläuft, wird entsprechend die Order ausgeführt. So, warum kann er jetzt keine Buy Limit Pullback Order einstellen? Also wo legst du denn die Order hin? Also eine Limit-Order muss ja immer unter den aktuellen Preis gesetzt werden. Wenn du jetzt versuchst, natürlich, das habe ich ja eben auch den Fehler gemacht. Ich hatte hier oben eine Order hingelegt, also über dem Preis, und über dem Preis werden ja nur Stop-Orders gelegt. Das heißt, Stop-Orders funktioniert die ganze Logik nicht, beziehungsweise gibt es die ganze Logik natürlich nicht. Von daher, wenn du eine Order über dem Preis, also eine Buy Order über den Preis legst, ist es automatisch immer eine Stop-Order.
Genau, setze unter dem Preis und sie springt sofort um über den Preis. Was Kann es hast du sein, dass denn damit also? gemeint ist, dass die Limit-Pullback-Einstellung bei 0 Punkte ist? Genau, wollte ich gerade drauf eingehen, ne? Also man kann hier im Panel Neue Order, kann man die Punktezahl quasi, die am Markt oder die Order hinterher getrailt werden soll, einstellen. Die ist standardmäßig auf 1. 1 ist gerade bei schnell laufenden Märkten ein bisschen wenig. Deshalb hatte ich die auch eben hier auf 10 Punkte mal angehoben, damit man das Ganze besser sehen kann, simulieren kann. Wenn es wirklich nur ein Punkt ist, dann kann es wirklich sein, dass sie sofort umspringt, ne? Beziehungsweise sie springt ja sowieso sofort um, sobald die Order gegriffen wird. Aber wahrscheinlich ist der Abstand hier zwischen Preis und Order dann einfach zu gering bei einem Punkt, sodass, wenn er halt kurz zuckt, ne, also der Markt irgendwie runtergeht und wieder nach oben zuckt, ein Punkt, dass sie sofort ausgeführt wird. Also versucht mal hier entsprechend bei neuer Order die Limit-Pullback-Punkte anzuheben auf 5 oder 10. Beziehungsweise, wenn du schon eine Order auf hast, beziehungsweise gesetzt hast, eine Limit-Order, dann kannst du das auch unter Order bearbeiten machen. Da gibt es entsprechend hier auch die Option Limit-Pullback. Das bezieht sich dann auf die Orders, die du schon in den Markt gelegt hast. Dann kannst du hier den Preis, beziehungsweise die Punktezahl, nicht den Preis, sondern die Punktezahl hier auch nochmal anpassen. So, jetzt quasi ist der Markt 10 Punkte nach oben gelaufen und hat hier entsprechend die Order ausgeführt. Und ne, mal zum Vergleich, ich hatte die hier hingelegt, ne, und ich bin sozusagen durch diese Limit-Pullback-Funktion einfach viel besser in den Markt gekommen. Weil hätte ich eine normale Order, hätte ich jetzt einfach nicht die Limit-Pullback-Funktion genutzt, sondern eine ganz normale Order reingelegt, dann wäre ich quasi hier in den Markt gekommen und der Markt wäre erstmal runter und ich wäre schon wie viele Punkte im Minus? Also hier ungefähr lag die und ich wäre quasi schon 20 Punkte im Minus gewesen, wenn der Kurs quasi hier unten ankommt. Ne, und so sieht man, so habe ich mir quasi, oder ich habe 20 Punkte sozusagen gewonnen durch die MIT-Funktion oder durch die Limit-Pullback-Funktion. Ja, war ein gutes Beispiel jetzt gerade. Ja, danke. Hallo Timo, bei mir ändert sich immer das Layout. Ich benutze Black AMP oder AMP. Warum? AMP steht übrigens für Amplifier. Muss ich mir überlegen. Was kann das sein? Also Einstellungen, Layout. Wie heißt das? Black AMP. So, wenn ich jetzt den Chart zumache und wieder aufmache, wird's geladen bei mir. Ich glaube eventuell, dass hier gemeint ist, dass ein Template entsprechend ausgewählt wird und dann man einige Kleinigkeiten ändert. Und beim nächsten Start, so habe ich das von Dirk gelernt, wird er immer wieder dieses Template ja auch nochmal geladen und dann entsprechend natürlich auch die Änderungen, die man vorher gemacht hat, wieder abgeändert. Was ja logisch erscheint, weil der Stereo-Trader eben das Template lädt. Okay, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Genau, man kann ja hier unter Eigenschaften, Chart, Einstellungen, kann man ja auch nochmal Sachen festlegen unter Farben, ne? Und hier kann man zum Beispiel, wenn man sagen möchte, Hintergrund möchte ich jetzt nicht schwarz haben, sondern blau. Ne? So, wenn man jetzt natürlich den Chart schließt und dann wieder neu öffnet, dann entsprechend ist das nicht mehr blau dargestellt, sondern es wird natürlich auf das ursprüngliche Template wieder zurückgeschaltet, was beim Stereo Trader hinterlegt ist, was halt diesen schwarzen Hintergrund hat. So, das kriegt man aber auch hin, indem man jetzt hier sagt Layout und dann gibt es hier die Option Custom. So,
Und wenn ich jetzt den Hintergrund zum Beispiel auf Blau stelle, dann sollte das in der Regel gespeichert werden. Also wenn ich jetzt hier den Chart schließe und jetzt wieder auf eröffne, sieht man nichts. Doch, man sieht was, aber er ist immer noch schwarz und die Kerzen sind weg. So, genau, warte mal, das Problem kenne ich aber auch. Was war denn das nochmal? Gehen wir nochmal von vorne. Wir legen nochmal Black AMP fest. So. Jetzt gehen wir hin und sagen Custom Layout. Anwenden. Ach so, jetzt hat er natürlich das Layout genommen, was ich eben hatte mit diesem. Okay. Verstehe, verstehe. So, dann machen wir die Farben, machen wir den Hintergrund nochmal blau. So, habe ich das und genau, ich habe jetzt quasi das Chart-Theme Template auf Custom gestellt. So, wenn ich jetzt den Stereo-Trader beende und jetzt den Chart schließe, dann wird das Ganze gespeichert. Also das ist so ein kleiner Trick, den man zusätzlich noch anwenden muss, wenn man sich das Ganze so zurecht gebastelt hat mit den Farben und mit den Chart-Einstellungen, wie man das so haben möchte. Also mit Chart-Einstellungen meine ich jetzt wirklich die MetaTrader-Einstellungen. Wenn man hier rechte Maustaste auf den Chart geht, dann Eigenschaften und man hier bei den Farben nochmal was ändern möchte. Wenn man da rumfummelt, beziehungsweise das so einstellt, wie man das so haben möchte. Und damit der Stereo Trader das dann auch checkt, muss man, wie gesagt, einmal hier auf Layout Custom gehen und dann ganz wichtig, nicht einfach den Chart schließen, sondern wirklich hier links neben die Uhr klicken, dann auf Beenden und dann kann man den Chart schließen und dann wird das Ganze auch beim nächsten Öffnen des Charts genauso geladen, wie man das auch eingestellt hat. Genau. So, wie bewertest du im MetaTrader die im MetaTrader aufgeführten Algosignale? Kann ich gar nichts zu sagen, weil ich da noch nie was mit diesen Algosignalen irgendwie zu tun hatte, beziehungsweise mich damit auseinandergesetzt habe und gekümmert habe. Also keine Ahnung, also weiß ich wirklich nicht. Kann ich wirklich nichts zu sagen, ob es da was Vernünftiges gibt oder ob das alles Murks ist. Weiß ich nicht. So, neben den Trail-Button steht bei mir momentan Straight. Wenn ich das anklicke, erscheinen viele Abkürzungen. Was bedeuten diese denn? Ach so, das sind hier die ganzen verschiedenen Trail-Arten, die es im Stereo-Trader gibt. Also ich kann jetzt nicht auf alles, ich kann jetzt nicht alle irgendwie drauf eingehen, beziehungsweise alle erklären, was die alle machen, beziehungsweise wie die Trail-Arten funktionieren. Aber ich würde mal fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es da auch schon Videos hier bei FX Lab diesbezüglich gibt. Oder Nelson? Ja, da hat der Dirk schon wirklich sehr viele Beispiele auch schon gezeigt und da haben wir wirklich etliche Videos schon bei uns auf dem YouTube-Kanal. Genau, dann einfach da mal nachschauen, ne, wie die verschiedenen Trail-Arten funktionieren, beziehungsweise was die Trail-Arten überhaupt sind. Ansonsten kann ich auch immer wieder empfehlen, einfach mal einen Blick ins Handbuch vom Stereo-Trader werfen, weil das wird mit der Installation auch immer installiert, in der Regel auf dem Desktop, PDF-Dokument. Da steht das auch nochmal kurz und knapp drin, was diese Trail-Arten machen, beziehungsweise wie diese Trail-Arten funktionieren. Genau, also er schreibt nochmal, okay, dann suche ich in eurem Kanal mal, habe den ST neu. Also da gibt es wirklich
sehr, sehr viele Videos, wo alles, ich glaube, so alles schon mal mindestens einmal, wenn nicht sogar zwei, drei, zehnmal erklärt wurde. Und am Anfang ist das so, man kriegt den Stereo Trader oder man lädt sich den Stereo Trader und denkt so, was für eine Masse an Funktionen. Aber am Ende sind es gar nicht so viele und ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Aber ich kann das Gefühl verstehen, dass man im ersten Moment denkt, von wegen, oh, das ist ja ganz schön viel. Aber man braucht ja auch nicht immer alle Funktionen jeden Tag. Ne? Es kristallieren sich so ein paar heraus, die man so häufig nutzt, die man immer wieder nutzt. Und in der Regel ist auch vieles selbst erklärt und man kriegt das relativ schnell dann auch alles gebacken und kann sich da relativ schnell einarbeiten. Und die Lernkurve ist relativ steil, würde ich sagen. So, Benutzerhandbuch finde ich wo? Also wie gesagt, auf dem Desktop wird das in der Regel installiert. Gibt es hier Stereo Trader Referenz? Ist das das? Ja, genau. Also auf dem Desktop wird das Ganze installiert. Das ist ein PDF-Dokument. Ne? Da könnt ihr auch suchen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Trail eingebe. Okay, Trail Arten ist natürlich, Trail ist natürlich ein bisschen doofer Begriff, weil den gibt es 110 Mal. Aber zum Beispiel Terminal. Machen wir Terminal. So, 20 Mal. Dann wird hier zum Beispiel das Scalping-Terminal erklärt. Ne? Und generell das Terminal vom Stereo Trader wird alles genau erklärt. Und von daher, erster Blick am besten immer in das Handbuch mit der Suchenfunktion. Da findet man relativ fix schon so die ersten Fragen beantwortet oder kriegt so die ersten Fragen beantwortet. Und wie gesagt, das ist standardmäßig dabei und wird auf dem Desktop installiert. So, kannst du mal einen Alarm bei Crossing zweier EAs zeigen? Bei zweier EA zeigen. Verstehe ich nicht die Frage. Jens, kannst du mal einen Alarm bei Crossing zweier EA zeigen? Also EA sind ja die Expert Advisors, ne, bei oder im MetaTrader. Und ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Crossing zweier EAs, ach EMAs. Also ein Alarm, es gibt ja hier im Stereo Trader den XMA-Filter, aber ich glaube, der sendet keine Alarme. Wo ist er denn? Filter? Ah, kann sein, dass hier noch nicht funktioniert, weil das hier noch eine Beta-Version ist. Ja. Der ist noch nicht auf die aktuellste Beta jetzt hier aktualisiert. Von daher kann ich ihn jetzt gar nicht zeigen. Aber das ist im Prinzip, XMA steht für zwei Crossing EMAs oder SMAs. Damit kann man automatisiert handeln. Könnt ihr euch mal anschauen, das ganze Ding. Aber es gibt, glaube ich, der gibt, glaube ich, keinen Alarm aus. Aber da gibt es mit Sicherheit auch jede Menge Tools und Skripte auch. Also das ist ja wirklich kein Hexenwerk, ne? Irgendwie so einen Alarm zu erstellen, wenn sich hier zwei EMAs irgendwie kreuzen. So, das Handbuch. Ja, das gibt es leider nur in Englisch. Ein deutsches Handbuch gibt es nicht. Ich glaube, es gab mal so Ansätze immer mal wieder, aber ein komplett deutsches Handbuch. Ich glaube, es gab mal so ein Kurzhandbuch auf Deutsch, aber so ein komplettes, ausführliches Handbuch gibt es leider nur auf Englisch, meines Wissens nach. Ja,
Also, letzte Frage, würde ich sagen, dann machen wir das Ding auch dicht. Wenn ich Trail SMA 50 nutzen will, was muss man da alles machen oder einstellen? Wie gesagt, schaut mal am besten, ne, das wurde schon wirklich sehr oft, diese Trailarten besprochen, wie diese funktionieren, was man da einstellen muss in aller Ausführlichkeit. Da gibt's Videos hier bei FX Flat definitiv dazu. So, okay, aber jetzt allerletzte Frage: Wo kann ich das Handbuch downloaden? Muss ja gar nicht downloaden, weil, wie gesagt, es wird bei der SEO-Trader-Installation automatisch immer installiert auf den Desktop. Gut, Nelson, mach mal Sack zu für heute, würde ich sagen, oder? Hey, super. Also alle Fragen beantwortet, wenn ich das hier überblicke. Vielen, vielen Dank, lieber Timo. Hat Spaß gemacht und wie immer kompetent. Und selbstverständlich ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren und hier aktiv mitgemacht haben. So macht es ja auch für Timo mehr Spaß und für mich natürlich auch. Bevor ich das Schlusswort dem Timo übergebe oder er das Schlusswort hat, wünsche ich Ihnen natürlich einen schönen Abend. Heute sind die Märkte ein bisschen ruhiger ohne die Amerikaner, aber morgen sollte es dann wieder mit der Wohle ein bisschen stärker werden. Von daher wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und Timo, du hast das Wort. Vielen Dank. Gut, vielen Dank an dich, Nelson. Vielen Dank an die Teilnehmer. Ich mach's kurz und sage tschö mit Ö. Ciao, ciao.